Es ist so dumm auch mit dem Magazinwechsel. Nicht! Psst! The beeping is shit. Still looks perfect. Look the double tap on the swinger. And because of Alien. Stand by! Wechsel nicht! Heute tragen wir alle schwarz, denn heute tragen wir alle die Team-Shirts von Laugau Arms. Das ist eine ganz große Ehre, dass wir eben diese Team-Shirts jetzt bekommen haben. Die hat uns der Michael gestern noch vorbeigebracht. Das ist der Werkschütze von Laugau. Und mit den Team-Shirts zeigen wir halt, dass wir auch zum Laugau-Team dazu gehören, dass wir quasi gesponserte Schützen sind. Und man jetzt aber nicht glauben muss, dass wir jetzt da unendlich viele Waffen kostenlos bekommen, so ist es nicht. Aber einfach Laugau unterstützt uns halt ein bisschen und natürlich unterstützen wir Laugau auch. Und die schwarzen T-Shirts zeigen auch einfach, dass wir die sind, die halt hoffentlich ein bisschen Ahnung haben von den ganzen Pistolen. Und wenn andere Schützen Probleme haben, dass sie auch zu uns kommen können und einfach fragen können. Oder eben auch, wie es ganz groß hinten auf dem T-Shirt draufsteht, wenn jemand mal die Laugau Arms Pistole ausprobieren möchte, weil das ist ja wirklich, die Alien ist ja wirklich mal was ganz was anderes, eine ganz besondere Pistole. Und wenn die einer mal ausprobieren möchte, kann er auch einfach zu uns kommen und kann einfach fragen, kann einfach mit unseren Pistolen, mit unseren Alien Pistolen einfach mal Probe schießen. Schatz, zeig mal dein T-Shirt her. Genauso schwarz wie der Whisky. Der Horst meint es hier heute richtig ernst, der hat sogar die passende Kappe an. Ja, aber jetzt noch mit Kamera heute. Jetzt noch mit Kamerahaltung. Ist nur für euch. Also eben unsere beiden größten Sponsoren, also ganz klar natürlich Jagd und Sport und auch Selier neben Laugau. Dann haben wir hier auch unsere Instagram-Namen drauf und eben hinten Wanna Try, Just Ask. Einfach dieses mit, wenn es einer mal ausprobieren möchte, die Alien-Pistolen, kann er uns einfach fragen. Und hinten sind auch nochmal die größten Vorteile von der Laugau nochmal aufgelistet. Das sieht man auch schon beim Schießen, aber... Man sieht es sofort beim Schießen, man sieht einfach, wie flach diese Pistole ist und wie wenig Hochschlag sie hat. Aber ja, ist einfach nochmal aufgelistet und wie gesagt, ist halt wirklich was ganz Besonderes mit der Alien-Pistole. Und da sind natürlich viele Schützen gespannt drauf, schauen sich das an, wollen die mal ausprobieren und das können sie bei uns. Tag 2 startete dann mit dieser Fliege, die meinte, sich auf die Kamera setzen zu müssen. Nicht ganz. Nach einer erholsamen Nacht in unserem Camper starteten wir voller Motivation in den zweiten Tag. Wir schossen wieder 10 Stages und starteten wieder auf der Stage 17. Danach schossen wir die Stages 17 bis 20 und danach 11 bis 16. Range is clear. 8, 4, 2. Und beim Schießen hat uns dann der Vize-Europameister sogar noch wertvolle Tipps gegeben. But doesn't matter. Still looks perfect. I have to improve it, but yeah. But really good. Try. Look the double tap on the swinger. Yeah. And because of Alien. Best advertisement ever. Yeah. But looks perfect. And you didn't catch the moment of the shot because you had some problem on the ground. Yeah. But the other things with the upper body was perfect. Yes. Tag 2 verlief extrem gut, bis auf ein paar kleinere Gehirnhopperlas, die ich aber ohne großen Zeitverlust ausgleichen konnte. Ja, nur einen Magazinwechsel wollte ich da nicht machen. Das haben wir schon gedacht, dass das Magazin ausgedruckt ist. Also ich wollte den Magazinwechsel an dieser Stelle noch gar nicht machen, sondern erst nach dieser Scheibe. Aber wie das halt so ist, wenn man denkt, ich möchte den Magazinwechsel nicht da machen, dann macht man ihn. Es ist so dumm auch mit dem Magazinwechsel nicht. Und bis es nicht ausgebrochen ist, ist das schon die Aussicht. Der eigentliche Ablauf des Magazinwechsels geschieht unterbewusst und deswegen funktioniert er auch hier ohne Probleme. Allerdings war der Weg zur zweiten Scheibe etwas zu kurz und ich musste abbremsen. Deswegen ist der zweite Schuss etwas stockend. Also ein Gehirnhoppala, das nur etwas Zeit gekostet hat und nicht so dramatisch war. Als Horst dann an den Start der Stage 18 ging, hatte er ein unangenehmes Hintergrundgeräusch. Ein LKW, der rückwärts fährt und genauso piepst wie der Timer.
Und wie ich zu Anfang schon gesagt habe, blendet man vor dem Start alle Nebengeräusche aus und wartet nur auf diesen Piep. Doch sowohl Horst, der Range Officer und auch alle anderen Schützen nahmen das mit viel Humor. Psst! Na, der Beeping ist shit. Horst hätte seinen Start verzögern können, doch er entschied sich, trotzdem zu starten. Oh, shit. Let's try. Are you ready? Ja. Stand by. Am zweiten Tag versuchte ich, etwas mehr auf Präzision zu gehen, was mir auch gelang. Ich schoss insgesamt nur 4 Deltas und hatte sonst nur Charlies und Alphas. Horst hatte 10 Deltas und deutlich schnellere Zeiten. Insgesamt war also der zweite Tag sehr erfolgreich. Unloaded, so clear.